Wo wir jetzt stehen, ist eigentlich ein sehr schönes Fleckchen Erde. Im Hintergrund die Harzberge, aber das war nicht immer so. Hier ging es nach Vladivostok und hier ging es nach Kanada. Und hier war Schluss. Das Leben im Grenzgebiet war sehr beengt und beklemmt. Man muss sich vorstellen, wenn man im Garten saß, Richtung Westen der Gartenzaun liefen die Grenzer lang, weil da auch schon der Grenzabschnitt begann. Das war wirklich beklemmend. Man musste einfach konform mit der Gesellschaft leben, damit man nicht auffällig wurde und Probleme hatte, hier vielleicht noch ausgesiedelt zu werden. Aber so muss man leben, man muss sich auch damit schützen und auch die Familie. Ja, das war also manchmal nicht so einfach. Für uns hier im Westen, meine Eltern hatten keine Verwandten im Osten und somit hat sie für unsere Familie überhaupt gar keine große Rolle gespielt. Für mich erst, seitdem ich beim Bundesgrenzschutz bin. Ich hätte mein Haus drauf verwettet, dass ich mein Leben lang hier an der Grenze bis zu meiner Pensionierung Dienst machen werde. Das Theater bot gewisse Freiräume, aber sehr wenige. Die Partei damals hielt sich im Theater ziemlich zurück. Insofern fühlten wir uns auch nicht bedrängt von irgendeiner Partei oder so, überhaupt nicht. Wir haben natürlich über gewisse Dinge diskutiert, zum Beispiel die Ausbürgerung von Biermann. Da war es zum Beispiel so, dass man dann schon mutig war, wenn man das unterschrieb, gegen diese Ausbürgerung. Und ich war da mit dabei damals und ich hatte große Angst, das gebe ich zu. Also das war nicht so einerlei zu dieser Zeit. Da war auch noch nichts von der Wende oder irgendwas. Deswegen waren ja so die Anfänge des Aufmüpfigseins im Grunde genommen. Ne? Aber letztendlich kam dann der Hammer. Durch einen Telefonanruf, den ich startete, erfuhr ich, dass meine Schwester und ihre Familie wegen versuchter Republikflucht eingesperrt waren. Wir wussten genau, wenn jemand abhaut, dann wird er geschnappt, dann kommt er ins Gefängnis. Das wussten wir schon. Wir wussten aber nicht, wie es in den Gefängnissen zugeht. Das war so ein Gefühl der Ohnmacht. Und das merke ich wieder jetzt. Ich meine, ich weiß ja, dass es ihr jetzt gut geht. Aber trotzdem, wie das damals war, wo man ja nicht wusste, was wird hier draus? Was wird das überhaupt? Was passiert jetzt mit der Familie? An dieser Stelle ist die Grenze geöffnet worden, spontan, ohne Absprachen. Es gibt nur drei Gefühle, die ich nie vergessen werde. Die Geburt meiner Söhne, dass ich meine Frau geheiratet habe und dass ich in Stapelburg über die Äcker gesprungen bin und auf westlichen Seite aufgekommen bin. Das war ein Gefühl, das ich nie vergessen. Ich war auch zufällig am 3. Oktober, Tag der Einheit in Berlin, direkt vom Reichstag eingesetzt. Haben wir auch gedacht, das wird toll. Das ist einfach nicht zu vergleichen gewesen. Das war einfach Wahnsinn, der helle Wahnsinn, unbeschreiblich. Man hat im Grunde genommen alles zurückgebaut, man wollte diese Grenze nicht mehr sehen. Aber wir haben gesagt, wir müssen das zusammenhalten, noch was da ist. Nicht als Glorifizierung, was mal war, sondern als Stolperstein. Das, was gelitten wurde, wollen wir jetzt ummünzen ins Positive. Der heutigen Gesellschaft zu zeigen, was diese Grenzöffnung an Positiven überhaupt bewirkt hat in der Bevölkerung. Das müssen wir den nächsten Generationen weitergeben. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht machen, dann weiß ich nicht, warum wir uns damals so gefreut haben. Das ist eben sehr schade, dass das so sehr in Vergessenheit gerät. Und es ist eben wichtig fürs Geschichtsbewusstsein, dass man nicht ständig, aber doch immer wieder daran erinnern muss. Das glaube ich schon, dass es ganz wichtig ist.